Also, schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass so viele da sind, dass der Saal gefüllt ist. Und ich halte meine Vorrede knapp und kurz. Aber ein paar Worte möchte ich doch sagen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Jürgen Holz dafür gewonnen habe, diesen Abend hier zu gestalten, dass er selbst Lust hat, das zu machen. Er sagte mir, er liest Hilbig zurzeit. Für ihn ist es ein ganz, ganz wichtiger Autor. Für mich auch. Und kann man da rein. Also für mich ist Wolfgang Hilbig auch ein ganz wichtiger Autor gewesen, geworden und er wird es auch weiterhin bleiben. Ich habe auch ein Jahr nach seinem Tod jetzt, also wir begehen diesen Abend ja anlässlich seines ersten Todestages, zugleich erscheint auch der erste Band seiner großen Werkausgabe mit den Gedichten. Und es ist mir leider nicht gelungen, selbst ein Buch mit ihm zu machen, aber ich habe seine Künstlerbücher verkauft an große Bibliotheken. Das Erstaunliche ist, dass in Amerika, dass in US-amerikanische Bibliotheken auch vor seinem Tod schon sehr darauf aus waren, ihn zu sammeln. Und zwar ihn komplett zu sammeln. Es gibt im Staat New York eine Universitätsbibliothek, die sich sehr um sein Werk bemüht. Und auch die Stanford University in Kalifornien sind sehr darauf aus, also sein Werk zusammenzuhalten. Dieser Abend steht auch ein bisschen im Gegensatz zum gestrigen Abend, wo der erste Teil oder der erste Band seiner Werkausgabe vorgestellt wurde. Dieser Abend steht auch etwas im Kontext der Künstlerbücher oder der Künstler, die sich von Wolfgang Hilbig inspirieren ließen. Und nach der Lesung haben wir Gelegenheit oder ich zeige gern Sachen, die weitgehend auch unentdeckt sind. Ich möchte jetzt in dieser großen Runde auf drei Künstlerbücher aus den 80er Jahren aufmerksam machen, wo Wolfgang Hilbig zum ersten Mal veröffentlicht hat. Eine legendäre Zeitschrift namens Zweite Person ist im Siebdruck in 95er Auflage erschienen. Dann gibt es in der Ariadne-Fabrik Texte von ihm, zugleich ein wunderbares Foto vom relativ jungen Wolfgang Hilbig, ein Barrettabzug, wie das damals üblich war, also keine einfache Fotoreproduktion in der 40er Auflage. Und was besonders interessant ist, es gab in Leipzig eine sogenannte Untergrundzeitschrift, die hieß Anschlag. Und Wolfgang Hilbig, er war ja Leipziger, er wollte nicht mitmachen. Er schrieb einen Brief an die Herausgeberin und das Niveau war ihm nicht hoch genug. Also ich will damit auch sagen, er hatte stets einen sehr hohen Anspruch an seine eigenen Texte. Und das Einzige, was für ihn relevant waren die Texte seines Freundes oder Konkurrenten, seines Freundes und Konkurrenten Gerd Neumann. Ich habe jetzt noch zwei weitere Sachen, auf die ich uns aufmerksam machen möchte und die wir uns, wenn wir wollen, anschauen können. Das ist eine Diplomarbeit von Christiane Just aus Dresden in der 20er Auflage erschienen. Sie hat zu Hilbigs Gedicht Ophelia eine Siebdruckmappe gemacht und die ist wirklich wunderschön geworden. Es ist jetzt zu kompliziert, das aufzuschlagen und zu zeigen. Aber wie gesagt, man kann sich das gern danach anschauen. So und zuletzt, das ist ein Buch von dem Lebensgefährten von Christiane Just, von Andreas Hegewald. Das Schöne oder Erstaunliche ist, es ist ein Text, den Wolfgang Hilbig dem Andreas Hegewald geschenkt hat und der fehlt in der neuen Werkausgabe. Also ein weltweiter Exklusivvertrieb in einer Auflage von nur 12 Exemplaren. Das ist wirklich ein ganz toll gemachtes Buch. Ich zeige mal eine Seite auf 300 Gramm Büttenpapier und im Handsatz. Also einfach eine wunderbare Künstlerbuchausgabe. Was soll man jetzt noch sagen? Nicht mehr viel. Jürgen Holz wird gleich lesen. Ich kann einfach nur empfehlen, Wolfgang Hilbig zu lesen, die Romane, die Gedichte. Und so wie ich ihn verstanden habe, möchte ich zum Abschluss kurz ein Zitat aus das Provisorium vorlesen, wo für mich der ganze Hilbig enthalten ist. Also, es heißt hier
auf Seite 16. Die Freiheit hier war nichts für ihn, denn er war viel freier. Er war unfrei aufgrund einer viel größeren Freiheit, denn er gehörte weder auf diese Seite der Welt, auf der man hier lag und planierte, noch auf jene andere Seite, auf der man sich danach sehnte, hier zu liegen. So, jetzt übergebe ich sehr gern das Wort an Wolfgang Jürgen Holz und ich setze mich jetzt hier hin und wir freuen uns auf die Sache. Machst du die Tür zu oder ich? Oh. Danke. Ja, was soll man sagen und was soll man vorlesen? Das ist sehr schwierig, weil er ist der Zeitgenosse einer deutschen Gegenwart und Vergangenheit, die alles tut, um an die eigene Wahrheit möglichst nicht heranzukommen und sich immer als Opfer darstellt. Das ist eine schwierige Materie, mit Erinnerung umzugehen, da man immer gleich in das Gedächtnis ausartet und dann noch dazu eigentlich in das Falsche. Wie bin ich zu Wolfgang Hilbig gekommen? Ich habe ein Buch vor vielen Jahren angefangen zu lesen und dachte, das kann nicht wahr sein. Es waren dort Dinge geschildert in ihrer Wüstheit, in ihrer Verlorenheit, in ihrer Zerstörung und in ihren Gerüchen, die enorm viel mit dem zu tun hatten, was ich selbst erlebt habe, die eine Quelle meiner Erinnerung ist, von dem Nachkrieg, die mich nie losgelassen hat und die vielleicht ein Ersatz war für die vorher glücklich verbrachte Kindheit, die sich dann als äußerlich als so entsetzlich herausstellte. Wir sind alle ziemlich durcheinander, immer noch. Und es ist vielleicht für eine Pflicht für uns, den jungen Leuten all das zu erzählen, um es selber loszuwerden und selber offen zu werden. Denn nur die allergrößte Offenheit kann uns vielleicht helfen, alles auszusprechen. Mehr kann man ja sowieso nicht tun. Und es wird meiner Meinung nach zu wenig ausgesprochen. Ich bitte Sie, sich der überflüssigen Kleidung zu entledigen. Es wird warm. Gut, ich will versuchen anzufangen. In einem Bändchen steht als Widmung: Immer seltener wird die Begegnung mit Leuten, welche rechtschaffen etwas erzählen können. Walter Benjamin. Was weiß ich schon noch, sagte Waller von den Wirren, die über mich kamen, als ich versuchte, meine ersten Geschichten zu verfassen. Hier stocke ich sofort. Damals hätte ich es nicht gewagt, mich so auszudrücken. Dieses Verfassen von Geschichten bestand in der andauernden Übung, Wörter durchzustreichen, die ohne mein Zutun aufs Papier geraten waren. In einer Art Tollheit schien es, hatte ich sie hingesetzt und ich fand ganze Zeilen, ganze Abschnitte voller Wörter, die nur auf solcher Art entstanden sein konnten. Nur das Gezweig der Verbindungswörter konnte ich akzeptieren. Und plötzlich war es, als habe wer,
als ein anderer als ich das Licht einer Lampe darauf gerichtet, wenn ich sie überhaupt noch lesen konnte, meine Wörter, dann waren sie das erdenklich Falscheste an Ausdruck für das, was ich eigentlich benannt haben wollte. Übrigens meine ich auch, dass ich diese Umstände inzwischen oft genug erwähnt habe. Oder sei es nur, dass ich mir wünschte, mich in die Legion der Schreibenden einzureihen, denen diese Umstände des Erwähnens wert waren. Und dass es mir daher so vorkommt, wie ich sie auch bezeichnet habe, diese Umstände einmal als die Schwäche meiner Vorstellungskraft, ein andermal die Unfähigkeit, abstrakt zu denken, womöglich auch den Verlust der Wirklichkeit hinter den Bildern. Immer meinte ich dasselbe und bis zum Überdruss habe ich dieses Scheinproblem vor mir ausgebreitet. Der dauernde Umgang damit hat mir dennoch nicht die Sicherheit geben können, mich als Schriftsteller fühlen zu dürfen, leider nicht. Aber in Ermangelung tatsächlicher Erzählungen habe ich die erwähnte Misere so oft wie möglich zur Ersatzhandlung für den fehlenden Stoff werden lassen. Nun hat mich das Ganze so ermüdet, dass ich allen Ernstes eine neue Biografie brauche, um mich herauszuwinden aus den Entwürfen meiner Nichtverfasserschaft. Denn diese Entwürfe sind mir vollkommen zu dem Boden geworden, auf dem ich mich allein noch bewegen kann. Tatsächlich, ich bin von Bodenlosigkeit untergraben. Tatsächlich, diese Entwürfe belagern mich wie ein undurchdringlicher Verhau, wie ein imaginärer Verhau, vielleicht, der mir dennoch in lückenlosem Ring entgegenwächst. Ich kann eigentlich nur noch warten, bis er mich erwürgt. Oder ich habe das Gefühl, dass ich zerschnitten werden soll. Es ist über meinen engen Kreis ein Pendel, das mit jedem Ausschlag ein Stück tiefer sinkt, das durch die Luft sausend ein Zischen auslöst wie Sprich, Sprich. Oder es ist eine sich mir nähernde Säge, die die Atmosphäre zerreißt mit einem Geräusch wie Erzähle, Erzähle. Und ich selber kreise innerhalb meines undurchdringlichen, selbstgeschaffenen Dickichts und rufe hinaus, eingeschlossen in die Schöpfungen meiner Selbstverhütung, sage ich mir, draußen ist ein anderes Leben, eines, das vielleicht nur darauf wartet, begonnen zu werden. Vielleicht hält es sogar einen anderen Namen für mich bereit. Wie viel leichter wären aus einem anderen Leben Geschichten zu ziehen. Wie soll ich das meine erklären? Was soll ich mit diesem Leben anfangen, das hin und her geht, auf und ab, die Stiegen, die Straßen, die Rennen davor zurück, rauf und runter, immer im Trab. Das gehende Leben. Ich habe es gemacht. In meinem kleinen Umkreis durchkreuzt von Wegstrecken, die mit Vorsichten gepflastert sind, als könnten hier laufend Bedenken zertreten werden. Hier bin ich immer unterwegs, wie mit gebrochenem Genick immer. Ach, wie neidete ich das Leben denjenigen, die es sitzen verbringen durften. Einen Sitzplatz, klagte ich, meinen leeren Stuhl umkreisend. Wenn ich an Fenstern vorbeiging und die anderen hinter ihren erleuchteten Scheiben sitzen sah, über Schriftstücke gebeugt, wie ich mir einbildete, denn ich hielt sogar die Zeitungen für Schriftstücke, dann glaubte ich, sie müssten glücklich sein. Sie waren es auch, sie lebten zumindest in Frieden mit ihrem Unglück. Wenn ich dies wolle, so dachte ich, dann durfte ich niemals in die Verlegenheit kommen, eine Geschichte mit den Schwierigkeiten beginnen zu müssen, die das Erzählen bereitet. Was gibt es Langweiligeres, dachte ich, oder Anmaßenderes als Bücher über das Verfassen von Büchern? Es mag noch angehen oder unumgänglich sein, dass mit Werkzeugen Werkzeuge, mit Maschinen wieder Maschinen angefertigt werden. Aber wenn das Erzählen die Probleme des Erzählens rekonstruiert oder herstellt, wie in meinem Fall, so ist dies der Gipfel der Selbstbegrenzung.
Das erscheint mir als eine völlige Unterordnung unter die Wirkungslosigkeit. Ich weiß es nicht. Eine solche Literatur verdient kein Interesse. Dennoch muss ich nochmal auf das Pendel zurückkommen. Es klingt danach, als ob ich ein altes Muster beschrieben habe, dasjenige, nach welchem durch Erzählen die Vollstreckung des Urteils hinausgeschoben wird. Solange man erzählen kann, bleibt man am Leben, heißt es. Der Scharfrichter, die Finger schon an dem Splint, der das Fallbeil noch oben festhält, will erst das Ende der Geschichte hören. Doch dieses Ende ist noch nicht der Schluss. Es lässt eine weitere Geschichte erwarten, noch ein Aufschub. Oder der liebe Gott, schon am Hahn der Dampfpfeife, nach deren Posaunensignal die heilige Heerschar die Schwerter in Blut zu baden zur Erde rasen wird, der Gott wartet noch ab, bis Johannes sein Buch vollgekritzelt hat. Gut und schön, diese Vorstellungen doch. Ich kenne die Furcht vor diesem Gott und Henker nicht. Was mich antreibt, ist die Angst vor dem Vergessen der Geschichten. Ich fühle mich nicht bedroht, die Geschichten sind es, die bedroht sind. Ich sehe ein Dunkel, das sich anschickt, über die Geschichten zu fallen. Erzähle, erzähle, sage ich mir, sonst wird alles ins Vergessen taumeln. Erzähle, damit der Faden nicht abgeschnitten wird. 1000 Geschichten sind nicht genug. Damit der Strom nicht unterbrochen wird, damit das Licht über den Tischen nicht ausgeht. Erzähle, sonst wirst du ohne Vergangenheit sein, ohne Zukunft, nur noch willenloser Spielball der Bürokratie. Du wirst in ihren Datenbänken liegen, abrufbar, eine Berechnung, ein Buchungsfaktor, Teil einer Summe, deren Verlust von Anfang an einkalkuliert ist. Du wirst Kanonenfutter sein. In der Tat, ich hatte immer das Gefühl, auf verbrauchter Materie zu gehen. Auf ausgebrannten Stoffen, auf Schlacken, auf Asche, auf Abraum. Vergessen bedeckte die Erde und erstickte das Leben, das noch in ihr keimte, wenn es noch keimte. Unaufhörliche Wellen von Besinnungslosigkeit schoben sich Schicht um Schicht über den Grund. Tote Gegenwart war einverleibt und wieder ausgeschieden, so dass sie nur noch Geschichte war. Ja, ich ging auf der wahren Substanz der Geschichte, ein trockenes, sandiges Material, leblos für immer, das mit der Willkür aller Winde hin und her kreiste und sich grau oder rötlich auf alles setzte, was im Einfluss seiner diffusen Bewegung lag. Für Augenblicke unterbrach sich, weil er schien zu überlegen und stieß plötzlich ein meckerndes Gelächter aus. Soweit erstmal bis hier, muss die Musik sein. Der Nachmittag. Nichts Neues in der Bahnhofstraße. So lautet der erste Satz, der mir zur Ankunft einfällt. Mit dem Wort Ankunft habe ich allerdings schon zu viel gesagt. Es ist etwas so Bekanntes in dem seifigen Geschmack der Luft, das mich gar nicht auf die Idee kommen lässt, meinen Weg in die Stadt hinein als eine Rückkehr zu bezeichnen. Ich denke nicht an ein Wiederkommen, ich bin niemals fort gewesen. Nein, ich habe die Stadt nie wirklich verlassen, ich bin manchmal bloß aus ihr geflüchtet. In Wahrheit war es die Stadt, die mich nie wirklich verlassen hat. Die Stadt hat mich immer besetzt gehalten mit ihrer farblosen Verwüstung, in der ein andauernder, steckengebliebener Umsturz stattzufinden schien. Ein unerklärlicher Umsturz. Auch vor dem Umsturz des ganzen Landes hatte ich stets diesen Eindruck und er blieb mir erhalten, nachdem die Staatsmacht des Landes aufgegeben und sich davongemacht hatte, nachdem die Regierung und ihre nächsten Vasallen ausgewechselt worden waren,
In dieser Stadt schien sich die Ablösung des Systems durch nichts zu bestätigen. In einer Vergangenheit, die, wie es schien, nicht mehr auszuloten war, musste die Stadt in eine Erstarrung gestützt sein. Und jener Zusammenbruch hatte auch nach dem Systemwandel standgehalten. Für Jahre hatte ich mich aus der Stadt geflüchtet. Es waren Jahre, die mir davongejagt sind, wie von Furien gehetzt, und trotzdem sind sie mir nie schnell genug vergangen. Es sind all die Jahre, an die ich mich mit Leichtigkeit erinnern kann, ganz im Gegensatz zu denen, die ich hier in dieser Stadt verbracht habe. Es ist, als sei ich in den anderen Städten, in den größeren und schöneren, in denen ich wahlweise lebte, nie wirklich sesshaft geworden. Die leicht abrufbaren Bilder jener Städte waren getrübt vom Anflug eines Verlustgefühls, das sentimental war und seinen Ursprung in dieser kleinen Stadt hatte, in der ich von Zeit zu Zeit wieder eintreffe. Hier ist dieses kaum erklärliche Gefühl von Abwesenheit herangewachsen, das ich erst richtig zu spüren bekam, wenn ich mich anderswo mit dem halbwegs festen Entschluss zu bleiben niedergelassen hatte. Es machte sich bemerkbar als ein Leben ohne Hintergrund. Es war ein Zustand von Abgeschnittenheit, ein Zustand ohne Vergangenheit. Doch ich hatte es an den Nachmittagen in der Kleinstadt gelernt, mich von der Vergangenheit abgeschnitten zu fühlen. Die Zeit bestand hier in zäher Unabänderlichkeit. Die Nebelbänke des Herbstwetters, zusammengeflossen unter einem erdfarbenen Himmel, schienen in Jahrzehnten nicht weichen zu wollen. Und immer mehr Rauch schien sich aus der durchnässten Tiefebene in die flachen Wolken zu ergießen, die am Nachmittag schon nächtlich waren. Nichts Neues also in der Stadt M. Punkt. Die Bahnhofstraße ist noch immer von Baugräben durchzogen, wie schon vor Monaten, als ich zum letzten Mal hier ankam. In der gleichen Finsternis, in der Windstöße das schwache Licht von den erzitternden Lampen zu reißen schienen, die in unregelmäßigen Abständen den Rand dessen markieren, was einst der Bürgersteig gewesen war. Kalter Nebel, darin sich Wind und Regen verknotet haben. Nun scheint sich auch noch der Schnee einzumengen. Die Wegstrecke, die vor mir liegt, hat sich in einen Schattendamm verwandelt, auf dem es trügerisch zu glitzern beginnt. Vor mir das Vorantasten einzelner vermummter Figuren, die mit mir aus dem Zug gestiegen sind. Die Straße scheint kaum begehbar, von beiden Seiten dreut das Unsichtbare heran. Ich schaue mich nach einem besseren Weg um. Die Ausweichstraße ist ebenfalls aufgebrochen und von Geländern verstellt, hinter denen im rot-gelben Lampengeflatter Baumaschinen schräg in den Sand zu sacken scheinen. Jeder Weg ist aufgerissen. Offenbar hat man die halbe Stadt umgegraben und danach jede Tätigkeit aufgegeben. Ich habe es nie anders gekannt. Für einen winzigen Augenblick, ein Luftwirbel zerteilt das Gemisch aus Regen und Schnee, kann ich die Uhr an der Vorderseite des Bahnhofs erkennen. Sie zeigt auf 3. Ich habe mich nicht getäuscht. Sie wies diese Zeit schon immer an. Ihre Zeiger bildeten stets diesen exakten rechten Winkel im oberen Teil des Zifferblatts. 3 Uhr, solange ich zurückdenken kann.
Ich besitze eine Fotografie, die ein Freund von mir aufgenommen hat, am unteren Ende der Bahnhofstraße vor 20 Jahren oder mehr. Wir hatten die Absicht, den sonderbaren Anblick einer dicken Rohrleitung festzuhalten, entlang der Seitenfront der Werkgebäude. Am Straßenrand zog sich das Rohr, samt seiner Isolierung betrug sein Umfang mehr als einen Meter, quer über die Fabrikfenster hinweg, sodass der Ausblick aus den Fenstern versperrt war und ebenso der Lichteinfall, wodurch im Innern der Werkhallen dauernd die Beleuchtung brennen musste. Die Ansicht dieses befremdlichen Provisoriums stellte für uns den Reiz der Fotografie dar. Es erinnerte an eine absurde technische Fantastik. Den oberen Abschluss der Straße bildete der Bahnhof. Auf der deutlich erkennbaren Normaluhr über seinem Eingang war es genau um 3. Ewiger Nachmittag herrscht in der Stadt. Das Foto zeigt keinen einzigen Menschen in der scharf belichteten Straße. Die Bäume, offenbar Platanen, die damals noch existierten, sind entlaubt. Unter dem weißgrauen Herbsthimmel ist die Stadt von irgendeinem Schlag gerührt worden, dessen Herkunft rätselhaft war. Genau um 15 Uhr an einem eiskalten Sonntag, als keiner der Einwohner auf der Straße war, hatte sich die Stadt in ein Trugbild verwandelt. Sie war erstarrt zu einer reglosen Kulisse. Niemand hatte es bemerkt. Auch nicht jener harmlose Hobbyfotograf, der nur von einigen andauernd auf der Lauer liegenden Spitzeln hinter schmierigen Gardinen hervor beobachtet worden war. Seitdem war man, wenn man die Stadt betreten hatte, ausgeschlossen aus einem der Grundgesetze menschlicher Existenz. Seitdem war man ausgeschlossen aus der unaufhaltsamen und weich fließenden Fortbewegung der Zeit, die der Auslöser einer altmodischen Kamera zum Stillstand gebracht hatte. Es gab nur ein einziges Exemplar von diesem Schwarz-Weiß-Foto. Die Negative des Films waren in den staubigen Hinterzimmern eines Fotolabors verschwunden, dessen Inhaber längst pensioniert worden war. Und seitdem verwandelte man sich in einen Schatten, wenn man die Stadt, diesen unheimlichen, trostlos zusammengewürfelten Haufen von Häusern, betrat. Und war hier jemand des Nachts durch die Straßen gegangen, so hörte man vielleicht nach Jahren erst seine Schritte an den Mauern heraufhallen. Daran dachte ich, wenn ich durch die Stadt hindurch war und endlich oben in meiner kleinen Küche saß. An diese Schritte dachte ich, scharrend, hastig, manchmal schleppend vor Müdigkeit, und ich dachte, sie hätten niemals aufgehört. Sie waren die einzige Bewegung in der Stadt. Außerhalb gab es sie noch, menschliches Leben und menschliche Stimmen. Jenseits der Grenzen dieser ausgelöschten Stadt wusste ich die Sprache noch am Werk, von der ich durchaus glaubte, dass sie mit ihrer Hilfe manches zu erreichen sei. Neue Generationen werden an ihr teilnehmen, sagte ich mir. Ich wartete schon lange auf den Moment, in dem sich die Jugend endlich der Sprache annahm und dass sie sich endlich der Ideen bemächtigte, die in der Sprache verborgen waren, um sie endlich auf die Waagschale zu werfen. Vielleicht konnte ich selbst von diesen Ideen schon nichts mehr ahnen. Schon viel zu lange schienen mir die Wörter den Dienst zu versagen. Aber vielleicht werden die Wörter in unbestimmter Zukunft wieder auftauchen, dachte ich. Wie Lichter, die anfangs noch flackern und stottern, als würden irgendwelche lange vergessenen Leitungen und Anschlüsse plötzlich unter Strom gesetzt. Ich habe andauernd von den falschen Dingen gesprochen, vermutlich. Jedenfalls war dies durchgehend mein Verdacht.
Und trotz meiner Ortswechsel habe ich mich immer mehr von Unbeweglichkeit beherrscht geglaubt. Die Unbeweglichkeit hielt mich gefangen, sie lag stets auf der Lauer und war bereit, mich vollständig in ihren Besitz zu nehmen, mich einer misslungenen Statue gleich an den Fleck zu bannen, auf dem ich mich durch Zufall gerade befand. Die Ursache liegt hier in M, sagte ich mir. Hier in dieser Stadt hat die Vernichtung ihren Fuß auf mich gesetzt. Und vor wie langer Zeit schon hatte ich begonnen, das Verhängnis, das ich M nannte, in Wörter und Sätze zu zerlegen, um zu einer Klarheit darüber zu kommen. Seit wie vielen Jahren schon war ich daran gescheitert und hatte es wieder aufgegeben. Wenn ich die Stadt M aufsuchte, dann wollte ich nichts als so schnell wie möglich zurückkehren unter eine brennende Lampe, die über einem Küchentisch hing, in einer winzigen, verqualmten Wohnküche, die mir von Kindheit an bekannt war. Es gab zwei Fenster zum Hof hinaus. Und an den übrigen Wänden die abblätternden und blasenwerfenden Tapeten, die vergilbt waren und unter dem Schatten ihrer Verfärbungen ein merkwürdiges Muster aufwiesen. Beim flüchtigen Hinsehen entstand der Eindruck, als ob Schnüre von dunkelbraunem Ungeziefer geradlinig die Wände hinaufstrebten. Wenn ich den Kohleofen angeheizt hatte, schienen die Tapeten zu schwitzen und sonderten das Nikotin ab, das sich seit Beginn der Ewigkeit in ihren Poren festgesetzt hatte. Die Fenster waren voll Nässe verquollen. Gegen die an ihren Rändern eindringende Kälte hatte ich sie mit alten Handtüchern abgedichtet. Die Lampe über dem Tisch ließ ich möglichst immer brennen, da ihre Leitungsdrähte stark oxidiert und porös waren. Sie stammten aus Vorkriegszeiten und verweigerten bei zu häufigem Ein- und Ausschalten den Stromfluss, der nur durch langwieriges Manipulieren an den Kontaktstellen wieder in Gang zu bringen war. In dieser alten Höhle, in diesem Überbleibsel aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts, saß ich nun und blätterte meine Seiten um, die entweder mit durchgestrichenen oder noch nicht durchgestrichenen Zeilen bedeckt waren. Anstatt zu schreiben, rauchte ich eine Zigarette nach der anderen und lauschte in die Finsternis, die unbeweglich vor den Fenstern stand. Es war nichts zu hören. Es gelang mir nicht, etwas zu hören. Alle Geräusche wurden vom entnervenden Geheul des antiquarischen Kühlschranks verschluckt, dessen labiles Aggregat in viel zu kurzen Abständen anlief. Wahrscheinlich hatte mein Nachdenken über diese Stadt zu einer Zeit begonnen, die sich inzwischen in mythischer Dämmerung verloren hatte. Tatsächlich hatte ich immer wieder versucht, mir ein Bild von der Stadt zu machen, die da draußen, wenn ich nicht irre, noch vorhanden war, die sich wahrscheinlich immer noch um meinen erhellten Innenraum scharte, gefroren und steinern und hohl. Ich hatte mir sogar eingeredet, dass dies meine einzige Aufgabe sei, und es war mir vielleicht gerade deshalb zu einem Vorhaben ohne Sinn und Nutzen geworden. Oft genug meinte ich, ich müsse die Stadt erst noch erfinden, indem ich sie beschrieb. Auf andere Weise konnte sie womöglich keine Existenz gewinnen. Die Tatsache, dass ich in ihr geboren war, reichte zum Beweis ihrer Existenz nicht aus. Wie kann man von einem Schatten verlangen, dass er das Abbild einer Schattenstadt beschreibt? Mit solchen absurden Fragen schlug ich mich herum. Und ein mir altbekannter Effekt war eingetreten. Mein Ziel, das Abbild der Stadt, schien sich jedes Mal ein Stück weiter von mir entfernt zu haben, wenn ich ihm dank eines
blinden Zufalls für einen Moment näher gekommen glaubte, das Ziel suchte, mir zu entweichen. Das hatte zur Folge, dass ich meinem Vorhaben nicht gut gesonnen war. Aber vielleicht gab es doch irgendwo in den Straßen einen gewissen Schatten, dem ein solches Abbild möglich war. Waren da nicht Schritte in den Tiefen der Stadt? Ein Tappen von Schritten, denen ich nachlauschte? Erst hatten sie sich entfernt, doch nun kamen sie wieder zurück. Waren die Schritte dort unten auf dem Pflaster nicht der Beweis, den ich suchte? Ich lauschte lange, Stunde um Stunde, doch es gab nicht viel zu hören, denn da war das Kühlschrankgeräusch, ein dauernd wiederholter Grundeinfall, zu dem mir die im Verschleiß begriffenen Dinge des 20. Jahrhunderts verhalfen, von dem alles immerzu übertönt wurde. Und das Licht begann zu flackern, sekundenlang genau dann, wenn sich der Kühlschrank einschaltete. Wie kann man ruhig am Tisch sitzen und schreiben, sagte ich mir, und den Eindruck einer völlig bewegungslosen Stadt wiedergeben, wenn man unaufhörlich von dem Wissen geplagt wird, dass da draußen in der Dunkelheit jemand ist, der verfolgt wird und womöglich gerade jetzt um sein Leben rennt. Zuhören, nicht fotografieren. Und wenn der Kühlschranklärm noch so verheerend niederprasselte, ich glaubte immer wieder, diese hastigen Schritte auf der Straße zu vernehmen. Sobald ich in M war, wurde ich den Gedanken daran nicht mehr los. Die Tür zum Nebenzimmer stand offen. Dort war das Fenster zur Straßenseite und ich hörte das Klappern und Scharren von ausgetretenen Schuhen auf den krummen Steinen des Bürgersteigs. Erst waren es die Schritte eines Einzelnen, bald meinte ich, dass mehrere andere ihm nachgingen. Nach einer Weile kehrten die einzelnen Schritte zurück und manchmal verliefen sie sich auch in den Hof. Manchmal waren sie direkt unter den beiden Küchenfenstern, zwischen denen ich saß und erschrocken lauschte. Im nächsten Moment war zu erwarten, dass er nach mir rief. Ich stand auf und löschte das Licht. Wenn ich mich sicher glaubte, drehte ich die Lampe wieder an. Sie brannte natürlich nicht. Ich kletterte auf den Tisch, leuchtete mir mit dem Feuerzeug und rüttelte an der Kabelverbindung, bis die zwei Leuchtstoffröhren wieder brannten. Das Ganze wiederholte sich, bis meine Gedanken völlig ruiniert waren. Jenes Knistern und Aufflammen und dann wieder die erschlaffenden Schritte, wenn es still geworden war. Manchmal hörte es auf, aber die Jagd in den Straßen war noch lange nicht vorbei. Es war ihm nur vorübergehend gelungen, sie in die Irre zu führen. Offenbar hatte er sich in einem finsteren Winkel versteckt. Mein Hof war allenfalls ein solcher Ort, wo er die Verfolger an sich vorbeilassen konnte. Es blieb ihm aber nur eine Verschnaufpause. Sie spürten ihn schnell wieder auf. Sie kannten längst jeden seiner Schliche. Sie waren seit Jahren hinter ihm her. Ich hätte nachrechnen müssen, um zu sagen, wann die Geschichte angefangen hatte. Einen Grund dafür gab es nicht. Niemand da draußen wusste einen Grund. Und oft genug war es vorgekommen, dass sie ihn erwischt hatten. Es war anzunehmen, dass sie ihn nach Belieben erwischen konnten. Jederzeit konnten sie ihn stellen und auflaufen lassen. Er war ein Einzelner. Sie waren stets mehrere. Sie lösten sich ab. Sie konnten ihr Aufgebot nach Belieben erhöhen.
Ich erinnerte mich nur zu gut, wie sie ihn einmal gleich zu Anfang, als ihre Bosheit noch grenzenlos war, also wenige Wochen, nachdem sie ihn als Zielperson ins Auge gefasst hatten, weggefangen und erbärmlich verprügelt hatten. Es war eine Winternacht zwischen 3 und 4 Uhr morgens, als ich leises Rufen unter den Küchenfenstern hörte und meinen Namen zu verstehen glaubte. Er hatte sich mit letzter Kraft bis zu mir in den Hof geschleppt, wo er im Schneematsch zusammengebrochen war. Die Treppe herauf musste ich ihn stützen, anscheinend konnte er kaum noch etwas sehen. Ich half ihm, sich auf das Sofa in der Küche zu legen und flößte ihm einige Gläser Schnaps ein. Seine Lippen waren gespalten. Aus der Nase tropfte Blut. Beide Augen waren fast zugeschwollen. Und in den zerschnittenen Brauen steckten Glassplitter von seiner Brille, was ganz offensichtlich von einem Schlag mit dem Gummiknüppel herrührte. Ich versuchte, eine Erklärung aus ihm herauszuholen, doch er zischte nur Beschimpfungen und Flüche. Er murmelte noch weiter, als er schon eingeschlafen war. Kurze Zeit nach diesem Auftritt musste er für ein Jahr ins Gefängnis. Bei der Entlassung hatte er einen Stempel zum Grenzübertritt in den Papieren. Binnen 3 Tagen sollte er das Land verlassen haben. Gemeinsam besorgten wir auf den Ämtern, die wir beide nicht gern aufsuchten, die notwendigen Unterschriften, unter anderem dafür, dass er seine Stromrechnungen bezahlt, dass er kein Bibliotheksbuch mehr ausgeliehen habe, dass die Gebühr für die Entleerung seiner Kellerräume entrichtet worden sei. Eine Stunde vor der Abfahrt packten wir seine Habseligkeiten. Sie füllten eine Reisetasche aus olivgrünem Leinenstoff, gerade bis zur Hälfte. Am Nachmittag begleitete ich ihn zum letzten Bus, der in die Bezirksstadt ging und den er nehmen musste, um den Interzonenzug Ziel Frankfurt am Main zu erreichen, damit er bis Mitternacht über die Grenze kam. Ich wollte es ihm nicht glauben, dass er gern wegfuhr. Die meiste Zeit auf dem Weg zum Busbahnhof schwiegen wir. Jedenfalls sprachen wir nicht darüber, dass er eigentlich ohne rechte Überzeugung das Land verließ und nicht genau wusste, was sein Ziel war. Er hinkte. Dennoch bestand er darauf, die Tasche selbst zu tragen, die seine schmächtigen Schultern schief zog, obwohl sie fast ohne Gewicht war. Bevor er in den Bus stieg, wandte er mir sein Gesicht zu, das erbleicht war, und sagte, in dieses Land werde er nie wieder einen Fuß setzen. Du hast gar keine andere Chance, dachte ich, sagte es aber nicht laut. Ich sah ihn hinter dem blinden Busfenster sitzen und stoisch geradeaus blicken. Es war zwecklos, ihm noch einmal zu winken, denn als der Bus abfuhr, erkannte ich, dass seine Augen hinter den dicken Brillengläsern geschlossen waren. Um seine Lippen spielte ein undeutbares Lächeln. Nur wenige Tage später hätte ich einen Eid darauf geschworen, dass ich seine Reisetasche wieder gesehen hatte. Als ich zufällig durch die Straße ging, in der er gewohnt hatte, sah ich sie auf dem Sims des Parterrefensters stehen, vor dem sich nie Gardinen befunden hatten. Darüber hatte ich mich des Öfteren aufgeregt, dass durch sein Fenster jeder Kanalratte und jedem Spulwurm, die der Staatsapparat beschäftigte, freien Einblick bot. Es war ihm gleichgültig. Ich klopfte an die Glasscheibe. Als ich nichts rührte, trat ich ins Haus und hämmerte an die Wohnungstür. Niemand meldete sich. Sein Namensschild am Eingang war abgeschraubt. Rache,
Ich dachte an Rache. Es konnte nur Rache sein, was Sie im Sinn gehabt hatten. Rache aber wofür? Ich suchte noch immer nach einer Erklärung für diese Geschichte, doch es gab keine Möglichkeit für eine Erklärung. Immerhin gibt es jederzeit genug Leute, aus denen sich eine Bande für Treibjagden zusammenstellen lässt. Es gab Polizisten und Geheimpolizisten, dazu noch jede Menge kleiner übereifriger Spitzel, die um alles in der Welt gern Kommissar Maigret gespielt hätten, die es sogar unentgeltlich taten und nur dafür, dass man bemerkte, wie ihnen die Ordnung der Stadt am Herzen lag. Wie viele Kleinbürger, deren Fenster auf die Straße gingen und die beim geringsten ungewöhnlichen Geräusch ihre Wachtposten hinter den Gardinen bezogen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich gerade dieser Zug an ihnen geändert haben sollte. Dabei war mein Freund nicht einmal Homosexueller oder Jude. Er trug sein Haar nur mäßig lang. Und ein Auto, das er falsch geparkt haben konnte, besaß er nicht. Er war nur ein einfacher Chemiker, der in seinem Betrieb wegen Unterforderung gekündigt hatte und sich seither mit der Reparatur von Fernsehgeräten über Wasser hielt. Es hatte sich herumgesprochen, dass er diese Arbeit besser erledigte als die dafür zuständige Dienstleistungsfirma. In der Zeit, die ihm blieb, hockte er in der winzigen Wohnung über unbegreiflichen chemischen Formeln, malte abstrakte Bilder oder entwickelte seine eigenen Amateurfotos. Ab und zu trank er einige Gläser über den Durst. Die anonymen Briefe über ihn, die in einer bestimmten Dienststelle des Stadtrates eintrafen, handelten von nächtlichen Zusammenkünften in seiner Wohnung, die bis in die Morgenstunden ausgedehnt wurden. Ich hatte an einigen dieser Treffen teilgenommen. Es wurde dort in einer Weise über Literatur und Musik diskutiert, dass ich schlechte Laune bekam und vorzeitig nach Hause ging. Nachher erzähle ich Ihnen noch einen Witz darüber. Bald. Wir können ja die Tür aufmachen, wenn es zu warm ist. Wenn ich jetzt, dann macht doch einer drauf einfach. Das ist doch das Einfachste. Es ist ja wie eine schreckliche Luft hier drin. Es ist ja, aber es ist draußen auch schon dunkel. Wenn ich jetzt an seiner ehemaligen Wohnung vorüberkam, dachte ich mit Wehmut an diese Diskussionen zurück. Meine Arroganz war längst verflogen. Gleich nachdem er aus der Stadt vertrieben worden war, hatten sich die kleinen Gesprächsrunden zerstreut. Und sie hatten sich nie wieder zusammengefügt, auch jetzt nicht. Jetzt erst recht nicht. Jetzt in der Zeit nach der Auflösung des Systems, wo dies doch möglich gewesen wäre. Heute schien es in der Stadt, in der ganzen Stadt, keinen einzigen Menschen mehr zu geben, der freiwillig über Literatur redete. Nur die anderen, die Gegner der Literatur, waren geblieben. Sie hockten weiterhin im Dunst ihrer Gardinen und observierten die Straße. Doch da unten war niemand mehr, der nicht ihresgleichen war. Mir war es nie geglückt, die Stadt zu beschreiben. Weder aus der Nähe noch aus der Ferne. Ich hatte einfach keinen Blick dafür gefunden. Das wurde mir immer deutlicher. Er war es, dem diese Beschreibung hätte gelingen können. Und sie war ihm auf seine Art, freilich ganz absichtslos, auch gelungen. Dies dachte ich, wenn ich jetzt an dem Fenster vorbeiging, hinter dem man ihn früher hatte hantieren sehen. Es hingen nun Vorhänge an den blank geputzten Scheiben und im Innern war das Gefunzel eines Fernsehers zu bemerken. Mein Freund hatte sich damit begnügt, einmal an einem kalten Herbstsonntag auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken und der in diesem Augenblick entstandene Schnappschuss hatte die Stadt entlarvt. 15 Uhr. In genau dieser Sekunde war die Stadt zu einem frostigen Abbild schwarz-weißer Leblosigkeit erstarrt
Und seitdem waren sie hinter ihm her. Vielleicht sind sie nur hinter dem Foto her, dachte ich. Wenn sie es bekämen, dann würden sie ihn in Ruhe lassen. Doch daran hatte ich nie wirklich geglaubt. Ich wusste schon, was mich in M erwartete. Ich hatte jede Hoffnung auf Veränderung aufgegeben. Wenn ich aus der klapprigen Vorortbahn stieg, die Bahnhofshalle durchquerte, wo ich schon einige sonderbare Gestalten herumlungern sah, die, wenn ich vorbeikam, ein auffälliges Interesse für die kahlen Wände zeigten. Und wenn ich die Bahnhofsstraße abwärts ging, unten in die Hauptstraße einbog, nicht ohne mich umzusehen, ob man mir auch vorschriftsmäßig folgte, dann wusste ich, dass hier alles beim Alten war. Spätestens am Marktplatz war es mir egal, ob sie mir nachkamen oder nicht. Ich wusste, dass ich mich in der Vergangenheit befand, in einer Zeit, die sich nicht von der Stelle gerührt hatte. Ich hatte die Bahnhofsuhr nicht richtig erkennen können, doch ich war davon überzeugt, dass sich ihre Zeiger um keinen Deut bewegt hatten. Nebel, Nieselregen und Schnee sanken unverändert durch die rötlichen Lichtinseln der Straßenlampen, als sei auch das Wetter nur ein Ausdruck für Stillstand und Vergangenheit. Wenn ich endlich in meiner Küche ankam, wenn die Leuchtstoffröhren über dem Tisch brannten, wenn der Ofen angeheizt war, breitete ich meine Papiere vor mich hin. Und meine Ratlosigkeit wuchs an. Und ich begann in die Nacht hinaus zu lauschen. Ab und zu glaubte ich, Schritte unten in der Straße zu hören. Er war es, der die Stadt beschreiben konnte, er allein, aber er tat es nicht, jedenfalls nicht so, wie ich es getan hätte. Er war der ruhelose Geist dieser Stadt. Seine Gegenwart war gespenstisch und unleugbar. Und wenn er an die Stadt dachte, so waren es Sätze, die immer schneller, immer kürzer wurden. Kurzatmige Sätze. Dabei ging er ohne Unterbrechung weiter. Sie waren hinter ihm her, wie jede Nacht. Er floh, begann zu hinken. Ich hörte es deutlich, dass er schon lahmte. Er hielt sich nicht auf. Er ging weiter bis zum Ende der Straße. Dort verschwand er aber nur für einen Augenblick. Er konnte die Geschichte der Stadt nur stoßweise denken, ohne Geduld, ohne Anfang und Ende. Immer öfter, dass er stehen blieb und verschnaufte, in einem Hauseingang gepresst, in die Dunkelheit horchend. Er wusste, dass sie irgendwo waren und ebenfalls horchten. Noch ein Stück weiter. An der nächsten Ecke stellte er die olivgrüne Tasche ab und bat einen zufälligen Passanten um Feuer für seine Zigarette. Die Zigarette glomm auf in seiner hohlen Hand. Dann lief er weiter. Schon nach wenigen Schritten warf er die Zigarette weg und rannte weiter. Er kam am Bahnhof vorbei, den er umkreiste, mitten durch nasses Gestrüpp. Dann ließ er sich einen Bahndamm hinuntergleiten und kehrte über schlammige Seitenstraßen in die Stadt zurück, wie er es schon oft getan hatte, aber er konnte sie nicht abhängen. Immer blieben sie irgendwo im Dunkel hinter ihm. Irgendwann schlug die Kirchturmuhr am Marktplatz. Dreimal. Es war wie der Nachhall einer ins Koma gefallenen Sekunde. Ich zählte die Schläge. Er zählte sie nicht. Er lief weiter. Das Foto, das er vor Jahren aufgenommen hatte, befand sich in meinem Besitz. Und eigentlich hätten sie mich jagen müssen. Noch. Ferne Versammlung bleicher Gedanken, die noch schweigen, von alten Grenzen abgeschirmt, vom Grenzenlosen eingeschneit, von Zeit und Wind bestürmt,
noch will sich nicht ihr dunkler Ursprung zeigen. Brennende Schneegestöber flogen durch das Lampenschwanken und eine Fußspur führte noch unverloren übers Eis. Nichts von Erinnerung rührte sich im dunklen Weiß. Es war der letzte Schnee aus dem vergangenen Jahr. Er stellte nur den Wirbel um sich selber dar, nicht mehr. Und nicht mein ich im weißen Kreis. Verlaine. Hingekauert an den schwarzen Beton in Stuttgart, in der Fußgängerzone dort, wo niemand vorbeikommt, wo das käufliche Niemandsvolk in sicherer Entfernung vorbeizieht, dort triffst du mich, Arthur. Dort siehst du mich, fett und verdreckt, Schorf und Kohle im Bart, Aussatz auf der Glatze, einen schmierigen Rosenkranz in den Pfoten und murmelnd, zahnlos, speichelnd, zwischen den versalzenen Lippen, eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe bitte für einen Diener Gottes. Und du gibst es mir, Arthur, du triffst mich und du triffst mich genau. Deine Fäuste schlagen ein, dumpf in den Schwamm meines Leibes, in den Zunder meiner Visage, und ich sehe sie noch einmal leuchten, die Sterne. Die schön gefärbten, milden Sterne, die Schmerzenssterne, die mich nie geliebt haben, süßer Morgenstern Venus, ich sehe sie noch einmal strahlen von deinen harten Fäusten, Arthur, und dann versinke ich in meinem Dasein in die Nacht und falle in den bodenlosen Grund des K.O., aus dem man vielleicht nie zurückkommt. Dafür werden sie eine Tafel anbringen an den schwarzen Beton, viele Jahre, nach denen das alles vergessen ist, nachdem du längst wieder fort bist, Arthur Rimbaud, und ich allein. Und ich kehre zurück in die Regionen der Wasserlöcher und Straßengräben, ins finstere, gesträubte Gras, das bepisst ist von Hunden und mein Reich ist. Eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe für einen Diener Gottes. Ach, ich erzähle ruhig den Witz. Also, einer von der Stasi wird beauftragt, ein bestimmtes Haus in der Nacht zu beobachten und genau aufzuschreiben, wann wie viele Leute in das Haus hinein und wieder rausgehen. Und er notiert das auch alles schön auf dem Blatt Papier und morgens um 6 kommt die Ablösung, sagt: Genosse, irgendwelche Vorkommnisse, wie war's, was ist los? Er sagte also, so und so viel sind reingegangen, so und so viel sind wir rausgekommen. Also wenn jetzt noch 2 reingehen, dann ist keiner mehr drin. Warum nicht? Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass es diesen Blödsinn immer noch gibt. Das ist ja klar. Ich meine, das stirbt ja nicht aus. Aber wir auch nicht. Noch eine Geschichte. Sie heißt Kommen. Ja. Gut.
Es ist, als hätten mir während meiner ganzen Kindheit die Ohren geklungen vom Geschrei der Frauen. Lange hatte ich es nicht wahrgenommen. Später erst drang es deutlich an mein Gehör. Es kam von ferne herauf, leise, immer lauter, wie durch ein Gewirr von Gassen, durch das ich mich langsam jener einen Straße näherte, die ganz davon erfüllt war, die von grellen Gesängen, von einer Komposition des Schreckens. Im Traum nähere ich mich dieser Disharmonie aus Schreien. Sie schwellen an, und wenn ich mittendrin bin, wenn ich sie von allen Seiten höre, fahre ich aus dem Schlaf, erschrocken lausche ich in die Nacht, die vollkommen still ist, und ich weiß doch, dass in ihr ein Geschrei ist, das nur durch Zufall unvernehmlich bleibt. Das Geschrei schrillt durch die Erinnerung an die Jahre, in denen ich 10 oder 12 war, an jene Zeit, in der ich meine Herrschaftsansprüche in der Familie aufgegeben hatte und in der meine Antworten auf das Geschrei der Frauen unterblieben. Erst jetzt erriet ich den Wortlaut ihrer Sätze, glaubte ich zu verstehen, was sie meinten, wenn sie scheinbar zusammenhanglos hervorstießen: Ins Wasser! Ins Wasser! Ich gehe ins Wasser! Und oft genug schien es zu klingen wie: Wir gehen ins Wasser! Doch das konnte nicht sein, da der Begriff wir in jenen durch Gruppenzwang in eine kleine Wohnung gepferchten Anzahl von Menschen ganz und gar außer Gebrauch geraten war. Alle Frauen stießen diese Drohung aus bei jeder Gelegenheit, die sich ihnen bot. Es war der niederschmetterndste Beitrag des zerrissenen, sich in andauernder Auflösung befindlichen Gemeinschaftslebens. Es waren Sätze, die nur von den Frauen kommen konnten, welche die unanfechtbare Übermacht im Haus darstellten. Auf einen jeden von uns kamen ihrer 3, manchmal 4, wenn man alles zusammenrechnete, was durch unsere Türen ein- und ausflatterte. Und das Schlimmste, was geschehen konnte, trat ein, wenn sich ihre Stimmen zu Chören vereinigen wollten, was ihnen allerdings nicht gelang, denn sie schrien alle durcheinander: Ins Wasser! Ich gehe ins Wasser! Schrien sie. Ich gehe sofort ins Wasser! Man durfte es einfach nicht ernst nehmen. Immer ging diesen Drohungen ersticktes Schluchzen voraus. Jetzt konnte man noch flüchten. Und zuletzt waren die Worte von lautem Weinen untermalt, was sehr wenig musikalisch klang, das aber umso heftiger anschwoll, je länger man sein Verschwinden hinauszögerte. Großmutter, Mutter, alle in unserer Wohnung einherstolzierenden Tanten, die vermutlich geschiedenen Schwägerinnen, die ihre Zuflucht bei uns suchten, die weiblichen Bekannten aus der Nachbarschaft, sämtlich benutzten sie ausgiebig diese Waffe und schließlich die Cousinen, zuletzt sogar, wie es schien, einige meiner entfernten Freundinnen, wenn sie bei uns kurzfristig zu Gast waren, was mein Erstaunen erregte. Sie waren eigens gekommen, die Frauen der Familie zu unterstützen, so dachte ich, wenn ich feststellte, dass sie mir ihre Sympathie sofort entzogen, dass sie in das Wehgeheul der übrigen einstimmten, verließ ich das Zimmer nur für wenige Augenblicke. Apathie war es, die ich bis in die Nähe der Unsichtbarkeit weitertrieb, was ihnen diesen Schmerz zufügte. Sprachlos hockte ich auf irgendeinem Sitz am Rand der Wohnung und meine Konturen wurden immer schwächer. Anfangs noch mochten das Tabakrauchen und die Trunksucht des Großvaters die Gründe für das Geschrei gewesen sein, doch bald schien dies vergessen und man konzentrierte sich mit allem Stimmaufwand auf mich. Die Anlässe dafür waren beliebig.
ich, mein Schweigen genügte ebenso wie mein Sprechen. Immer wenn ich log oder Geld gestohlen hatte, hörte ich den schneidenden Satz. Wenn ich schlechte Zensuren nach Hause brachte, wenn herauskam, dass ich nicht in der Schule gewesen war, sondern mich auf den Müllablageplätzen außerhalb der Stadt oder in der Nähe der Waldseen herumgetrieben hatte, besonders jedoch, wenn ich erst eine Stunde vor Mitternacht verschlammt und verfilzt in der Wohnung eintraf und wenn ich von schmutzigen Geheimnissen entflammt schien und bis in die verklebten Haarspitzen brannte und erst recht, wenn ich überhaupt nicht kam. Alles war ihnen Grund genug zu der Drohung, die da lautete: ins Wasser. Ich gehe ins Wasser. Los, komm, bin ich dein Liebling, komm, sag's mir, drängte mich schnurrend eine der Tanten, während sie mich beaufsichtigte bei der Prozedur des Waschens vor dem Zubettgehen. Nein, erwiderte ich kalt und spürte gleich darauf, wie ein Schluchzen in ihre Kehle stieg. Im nächsten Moment musste es in dem mir wohlbekannten Geschrei enden. Was hat er nun wieder angestellt, der verflixte Hund? Gellte jetzt die Stimme meiner Großmutter aus dem Nebenzimmer. Er bringt mich noch dazu, ins Wasser zu gehen, dein Goldsohn! Die letzten Worte waren an meine Mutter gerichtet, welche sich weinend verteidigte. Nein, mich bringt er dazu. Ich werde ins Wasser gehen. Ich, ach du lieber Gott, er ist einfach nie da, wenn man ihn braucht. Und man verlangt wirklich nicht zu viel von ihm. Er kommt einfach nicht, wenn man es ihm sagt. Und ich sage es ihm unaufhörlich. Er macht mich unglücklich. Er bringt mich zur Verzweiflung. Immer wenn ich ihm sage, komm nach Hause bis 18 Uhr oder bitte bis 19 Uhr, dann kommt er gerade nicht. Nein, ich gehe noch ins Wasser. Wenn ich im Bett lag und heimlich im Licht einer Taschenlampe unter der Bettdecke irgendwelche Romanhefte las, die meine Mutter als Schund bezeichnete, durch den ich nur zur Rohheit und Schlechtigkeit angestiftet wurde, dann wartete ich eigentlich bloß darauf, dass es wieder ruhig war in der Wohnung und dann schlich ich mich hinaus. Lautlos schloss ich die Türen hinter mir, tastete mich durchs dunkle Treppenhaus, die Brettertür zum Hof, durch den ich auf die Straße kam, öffnete ich mit einem selbstgefeilten Nachschlüssel, den ich zwischen den Ritzen meiner Matratze versteckt hielt. Der Schlüssel war mein eigentliches Geheimnis und ich verbarg ihn mit einem gewissen Stolz, denn ich hatte ihn nach den Anweisungen angefertigt, die ich der Lektüre meiner Romanhefte entnahm. Aber es konnte geschehen, dass meine Flucht sofort bemerkt wurde und durch die in die Sommernacht geöffneten Fenster im ersten Stock brachen die Sirenenschreie ihrer Stimmen auf der Straße so heftig, dass die Hunde in der Nachbarschaft anschlugen. Er ist schon wieder weg, wie ein Dieb, wie ein Verbrecher. Das lernt er nur aus diesen elenden Schmökern, die er liest. Ach, er bringt mich noch ins Grab. Ach, auf mich hört er ja nicht. Ich gehe eines Tages ins Wasser. Komm, wir müssen ihn suchen. So wurde geantwortet, aber sie folgten mir nie. Da der Großvater mit einem Faustschlag auf den Tisch dazwischen fuhr, oh jetzt, er wird schon wiederkommen. In meiner Vorstellung. Aber durchsuchten sie jetzt die ganze Wohnung nach mir, als ob ich dort noch irgendwo hätte verborgen sein können. Sie suchten in den Schränken, unter den Betten und auf dem Klo. Sie hatten wahrscheinlich selbst zu viele schlechte Schmöker gelesen. Und ihr aufgescheuchtes Gezeter gellte auf die Straße heraus. Es war über mir, vor mir und hinter mir. Ich war mitten in einem Musikstück, in dem alle Instrumente auf mich zielten. Aber ich hörte es nicht.
Ich hatte eine Form von Gehörlosigkeit entwickelt, die mir selber ein Rätsel war und die ich nur selten zu gebrauchen vergaß. Wenn ich sie, um die Welt auf ihren Fortbestand hin zu prüfen, gelegentlich ausschaltete, vernahm ich die Stimmen der Frauen, die gegen den Sommer in der Straße ankämpften. Er hört nicht, nein, er hört einfach nicht. Ach, man könnte ins Wasser gehen. Und ihre Stimmen ließen die faden, dünne Mondsichel erzittern, die ein Symbol erdenfernster Eleganz im Osten über dem schwarzen Wald schwebte. Wie am Tag, so führte mein Weg mich auch nachts zu einer kleinen Halbinsel, die in Form eines Omega in einen abgelegenen Waldsee hineinragte. Der schmale Steg, der zum Kopf des Gebildes hinausführte, ein Damm, der im Frühjahr regelmäßig überflutet und verschwunden war. Nur noch ein Streifen von Gehölz aus dem Wasser steigend deutete seinen Verlauf an und der schilfumsäumte Moorkreis in der Seemitte war eine wirkliche Insel. Dieser Weg hinaus war so dicht von Gebüsch und jungen Birken flankiert, dass man sich sofort allem Einblick entzog, wenn man ihn betreten hatte. Nachts fingen die glänzenden Birkenblätter das Mondlicht ein, und wenn sie sich in einem Lufthauch bewegten, strich ein Flirren oder Flimmern an der Seite des Stegs entlang, irisierend wie knittriges Staniol, das aus dem Jenseits her von den unweit sich aufwerfenden Müllhalden herkam, die menschenfeindlich waren und zwischen denen das blutrote Licht von Feuern, von Höllenfeuern heraufleuchtete. Das rote Leuchten und das silbrige Blenden der Mondreflexe wiederholte sich im Wellengekräusel der Bucht. Es wechselte hinaus und wieder zurück, bis das Geflimmer im Schattenflug einer Wolke untertauchte und der Schattengestalt, die zwischen den Birkenbüschen auf den See hinaustappte, war die Wolke nicht entgangen. Direkt über der kreisrunden Inselfläche, lotrecht über dem Kopf des Omega, so schien es, hielt die Wolke an, um ihre Finsternis herabzusenken. Der Schlagschatten der Wolke unter dem Mond fiel auf die Moorinsel und verhüllte sie ganz. Der Innenkreis des Schilfgürtels war augenblicklich dunkel, ausgelöscht, lichtlos, unter der Wolke, ein Ort vollkommener Unsichtbarkeit. Hier war es möglich, das Nichtsein durch bloßes Dasein zu erlernen. Hier konnte man die Nacht überstehen. Im Grunde war sie ausgeschlossen, die Nacht, die da draußen auf dem See ruhte und doch rastlos beschäftigt war, dauernd im Begriff, Geheimnisse zu verarbeiten, wie ein wiederkäuendes Tier. Immer war Unruhe in den hohen, undurchdringlichen Schilf, das die Halbinsel einschloss. Es war immerfort ein Ächzen und Seufzen im Wachsen des Schilfs, als suchte die Nacht darin eine Antwort. Ein Wort von den Unsichtbaren, die sich im Dunkel verborgen hielten. Nein, sagte ich, nein, sie konnten froh sein, wenn ich vor Morgengrauen zurückkehrte, wenn sie mich in der Frühe im Bett vorfanden. Es musste ihnen genügen, wenn ich mich zu ihren Vorhaltungen ausschwieg, wenn ich den Verdacht, ich sei während der ganzen Nacht fort gewesen, weder positiv noch negativ kommentierte. Sie konnten zufrieden sein, wenn sie mir, wenn mir die Reaktion auf ihre Vorwürfe, mein erneutes Verschwinden, erst nach Tagesende möglich war, wenn sie vielleicht selbst schon schliefen. Früher noch, als ich erst 8 oder 10 war, wusste ich ihnen entgegenzutreten, hatte meinerseits die Stimme erhoben.
ebenfalls schreiend: Ich komme nicht, nein, nein, niemals, ich will nicht kommen, nicht hierher, ich werde nicht bleiben, ich will nicht, ich muss nicht, ich will nicht mehr müssen. Und ihre Antwort war die kreischende Ankündigung, ins Wasser zu gehen. Der Satz verfehlte seine Wirkung nicht und ich flüchtete. Ich floh hinaus auf die Müllhalden, an den See und immer wieder führte mich mein Weg hinüber auf die Halbinsel oder Sonne oder Regen. Und auch noch, als ich bemerkte, dass ihre Stimmen leiser wurden, brüchiger und halb gegen den Fußboden gesprochen in Richtung irgendeines blassen Schemens, der in einer zwecklosen Ecke hockte, so stimmlos riefen sie nach mir, dass ich auf Widerspruch verzichten konnte. Und dennoch suchte ich weiter nach der Stille, die ich auf der Halbinsel fand. Es mochte sein, dass sie noch weiter murmelten, wenn ich schon draußen war, dass ihnen die Sätze völlig gedankenlos von den Lippen stiegen, dass sie wie der kaum sichtbare Rauchfaden waren, der vom Docht einer erloschenen Kerze fällt, oder dass sie nur mehr selbst hörten, was sie einst gesagt hatten, unbegreiflichem Echo gleich zurücktönend aus dem Kerker der vergangenen Jahre. Und dass sie selbst ihre Worte nicht mehr verstehen konnten. Mir jedoch waren ihre Schreie stets gegenwärtig. Sie geleiteten mich weiter und trieben mich an. Sie hatten sich mir vielleicht für immer im Gehör eingenistet. Sie waren wie die unannehmbare Musik, die meinen Atem entweder beschleunigte oder lähmte. Nachts waren sie von Ferne vernehmlich und es klang, als ob die Nachbarssöhne ihre Frauen schlugen. Von der Stadt her zog das Gewimmer einen Bogen durch den Himmel. Ich hockte hinter dem Schilf und schaute den Nebelschwaden zu, die über den See wandelten. Auch diese schienen zu lauschen. Ich glaubte, eine weiß schimmernde, fadenscheinige Gestalt unter ihnen zu sehen, die innehielt auf einem Kahn gegen den schwarzen Wellen. Eine Gestalt, die aufmerksam stillhielt, als ob das halb erstorbene Jammern aus meinem Gehirn, wo sein Ort war, hinweg wollte, um sich dem Gehör der Nebel anheimzugeben, die sich aufgerichtet hatten, damit ihnen nichts entgehe, was hinter dem Geräusch der Uferwellen war, die klatschend in das Schilf liefen. Und ich erinnerte mich plötzlich an ein großes Schlammloch, direkt im Zentrum der Insel, in dem wir uns als Kinder gesonnt hatten. Ich entsann mich jenes sündhaften Wohlseins, das über mich kam, wenn ich mich aller Kleidung entledigte, um mich in dem dickflüssigen schwarzen Schlamm auszustrecken, der den Grund der Mulde füllte. Es war ein körniger Brei von Kohlen, Grus und Sand in brandig riechendem Wasser, auf dem sich, wenn seine Oberfläche blank war, feine gelbe Schlieren von Schwefel zeigten. In dieser Pfütze lag ich während aller Nachmittage der unendlichen Sommer, wenn der Schlamm brühwarm, zuweilen fast heiß war. Das längliche Loch nahm meinen Leib zur Gänze auf. Ich regte mich nicht mehr und harrte aus, bis endlich Stille über mich gekommen war. Aus fast geschlossenen Augen starrte ich hinauf in den brennend umlaufenden Himmel, wo die Sonne gerade über mir ein undeutlicher Kreis von Weißglut war, woraus manchmal Tropfen zu fallen schienen. Und es war, als ob dieser Sonne sich eine gelbe, fast weiße Wolke nahte, die den Rand des grellen Schlunds der Sonne berührte und zu zerrinnen begann.
Regentropfen fielen. Ein dampfender gelber Regen aus dem sonnenheißen Himmel mit einer Nässe, die in den Augen brannte. Der Sonnenregen nahm zu, die Flüssigkeit in der Schlammpfütze stieg an. Der Brei, der mir in alle Körperfalten, in alle Poren drang, schloss sich glatt über meinen Oberschenkeln. Es regnete stärker, siedende Fluten strömten aus dem Himmel, der beinahe vollständig blau war. Der Schlamm stieg höher, heiß und saugend, schloss er sich mir über dem hervorgerichteten Geschlecht, kroch mir beklemmend über den Bauch, die Brust heraufgespannt wartete ich, bis er den Hals erreichte. Schon waren meine Arme fest eingeschlossen in der zähen, schwarzen Flut, die mir unaufhaltsam unter die Achseln drang und meine Schultern an den Grund bannte, so dass ich unlösbar mit dem Moorboden zu verschmelzen schien. Schon spürte ich entsetzenerregendes Kitzeln unter dem Kinn und fühlte, wie mir die Haarsträhnen in dem Sumpf unter mir festwuchsen, als wollten sie meinen Leib mit der Erde verwurzeln. Und es war, als ob ich ganz in einer schwarzen Hitze aufgelöst wurde. Das Licht des Himmels blendete mich noch hinter den geschlossenen Lidern, während der Regen in den Schlamm auf meiner Brust spritzte und rings auf dem Wasser des Sees kochte, während vertrocknete Pflanzenstrünke aufgeweicht wurden und faulig zu dünsten begannen, während der Regen im Schilf knisterte und rauschte, als wolle er es niederbrechen oder aufrichten. Und unter der Last der siedenden Dünste ringsumher schoss etwas aus meinem Körper, einem trüben Schmerz vergleichbar, ein hartes Etwas in mir, das aufgelöst und verflüssigt worden war und das mich mit ungeheurer Leichtigkeit verließ, nur dass meine Lenden aufgeflammt waren und wieder erloschen. Ein kurzes Aufbäumen und Strecken meiner gefangenen Wirbelsäule, nur und ich war wieder still. Plötzlich war ich weich und gefühllos, selbst nur noch Fäulnis und Wasser und ununterscheidbar von den Elementen um mich und über mich, mit denen ich mich vermischt hatte. Es war ein Augenblick, in dem der gellende Gesang in meinen Ohren abgerissen war. Fortan schwiegen das Gezeter und die Drohungen. Es schwieg in mir, es war, als ob es nichts als Erinnerung sein wollte, das Geschrei. Langsam begann ich es zu vergessen. Ins Wasser, ins Wasser. Jene Entäußerung der Frauen schien mir mit einem Mal verstummt und gleich war es, als ob sie mir zu fehlen beginne. Im nächsten Moment hatte ich das Gefühl, nach den Stimmen der Frauen fürderhin suchen zu müssen. Heimlich betrachtete ich ihre verschlossenen Münder, die mir verkniffen und vergraut vorkamen, sonderbar farblos und verschwommen. Sie verloren kein Wort mehr darüber, dass ich mich unziemlich verhielt, dass ich zu spät kam, dass ich überhaupt nicht kam. Ach, mein Kommen war ihnen ganz gleichgültig geworden. Folglich versprachen sie auch nicht mehr zu gehen ins Wasser. Sie drohten mir nicht mehr damit und sie blieben, wo sie waren. Es war ein matt fließender, gelbgrüner Vorhang zwischen uns aus Regen, aus Nebel und Wort und Widerwort gingen darin verloren. Wir erreichten die Oberfläche nicht mehr. Es herrschte eine kalte Atmosphäre zwischen uns, die sofort in uns eindringen musste, wenn wir ihr nur die geringste Öffnung boten. Zwecklos, jetzt zu bekennen, wie ich sie liebte, zwecklos, ihnen zuzugeben,
was Sie einst unter Drohungen von mir gefordert hatten, den unumstößlichen Beweis meiner Liebe, jenen flüssigen Beweis meiner Liebe, der Sie alle einschließen sollte und den in mir zu mobilisieren ich nicht mehr die Kraft hatte. In all den Jahren, die mir versunken waren, hatte ich die Namen der Liebe in mir zu sammeln versucht. Einen Fluss von Namen, eine Regenflut von Wörtern, eine hochaufschäumende Halde von Liebeswörtern sollte es sein. Ich fand sie nicht. Oder die Wörter fanden mich nicht. Sie, die Frauen, denen sie hatten gelten sollen, waren zu alt dafür. Ich hatte den richtigen Zeitpunkt versäumt. Die Namen der Liebe waren irgendwo abgesprungen, übergesetzt an ein unbekanntes Ufer. Sie waren jenseits am Rand eines öden Stroms, unzugänglich für mich, verstreut und verwüstet. Wie trübes Gestirn über meinen rauchenden Nächten. Einmal noch aber entschloss ich mich, ihnen zu folgen, den Wörtern der Frauen oder meinen Wörtern oder ihrem Schweigen oder dem meinen. Ich machte mich auf die Suche nach dem, was mir verloren schien. Wieder verließ ich das Haus mitten in der Nacht und wanderte lange Zeit, schwer atmend irrte ich durch den flüssigen Mondschein. Ich begann mich auf jenes Schlammloch aus meiner Kindheit zu erinnern. Vielleicht dort, dachte ich, habe ich alles verloren. Ich eilte durch Wälder, in denen mich Nebel gleich fliehende Nachtgewänder narrten, dann über freies Feld, über die endlosen Müllhalden hin, wo in den leeren Flaschen und in den zuckenden Schlangen von Silberpapier sich der erdenferne Glanz der Mondsichel wiederholte und wo tief in der Nacht ein dunkelrotes Glühen wie von unterirdischen Feuern war. Endlich fand ich die Halbinsel, das Omega. Schon sah ich mich von Ferne zwischen dem Gesträuch hinüberlaufen zur Mitte der Insel. Die Birken waren in die Höhe gewachsen, das Unterholz hatte sich gelichtet, aber die Bäume waren kahl. Sie waren abgestorben und verfault, ihre mürben Stämme vollgesogen mit Wasser. Ich erreichte das Ufer und sah, dass sich der See auch zwischen den düsteren Baumruinen erstreckte. Der Steg lag unter Wasser, es war nicht mehr möglich, auf die Insel hinüber zu gelangen, die wie der mit gesträubtem Haar bedeckte Rest eines Schädels vor dem Glutschein aus den Wellen ragte. Und in einiger Entfernung trieben Schaumballen, oder es waren Haufen von Nebel, einzelne davon aufgerichtet, in die Höhe gedreht, die aufsteigende Spiralen oder wie Gespenster, die in wackeligen Kähnen um die Insel fuhren. Jetzt noch nicht, Fährmann, sagte ich. Jetzt will ich noch nicht einsteigen. Leg noch einmal ohne mich ab, alter Freund. Denn erst muss ich mich zurückfinden. Erst muss ich jene Namen wissen, jene Unzahl von Namen. Dann werde ich dir folgen. Denn einmal werde ich sie doch finden und dann
um euch alle zu überzeugen, werde ich sie euch nachschleudern, meine Liebe und die Namen dafür und die Gedanken, die ich habe, ins Wasser, so rief ich und war entzündet von einem tauben Blitz in meinem Leib, dicht an das Ufer getreten, wo ich mir die Hose aufriss. Keuchend begann ich mich zu entleeren, als ob ich so ein Band herstellen konnte zwischen der Erde und mir. Dampfend pisste ich ins Wasser. Schmerzhaft ergoss ich mich und ließ mich vollkommen auslaufen in das dunkle Wasser, auf dem die geilen weißen Kleider schwammen. Die Schwelle. Das weiße Nachtgeschirr des Mondes goss ich aus. Und ich gab kampflos alle meine Farben preis. Dort, wo erschöpfte Seelen ausruhen an den Rändern, Ausgangs der Vorstadt. Weiße Seelen, die ausruhen an den Wassern, die nicht irdisch sind, und den Nebeln irren, die beständig ihre Dichte ändern, an Straßenrändern, wo man einer Pest von tückischen Gesträuchen und leichenfahlem Erlendickicht kaum entrinnt und wo Gelächter fällt aus aufgerissenen Erdenbäuchen von Trollen und Lemuren, die aus kaltem Sand gewachsen sind. War dieser Straßenabhang schon der Weltenrand, wo ich das Weite suchte und es nicht gewann? Nicht ehe ich blutentleert auf meiner Schwelle stand. Danke nochmal, Jürgen Holz, ganz einfach, das muss jetzt gesagt werden, ganz, ganz herzlich für diese grandiose, wunderbare Lesung, in der du uns Meuselwitz und den dahinter steckenden Weltgeist näher gebracht hast. Der steckende Weltgeist, natürlich, wenn an die Welt in einer Nussschale, natürlich, immer. Also, da wir vorhin von Künstlerbüchern sprachen, das ist mein besonderer Unsicheres Ufer mit Grafiken von Strawalde. Und es ist ein Text drin, den du heute gelesen hast, den Text Verlaine, Rambaud, Verlaine. Ich danke dir. Vielen Dank. Sehr gerne.